Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Danilo LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Wir sind immer noch hier unterwegs. Juhu. Ein paar Kämpfe haben wir in den letzten Folgen gemacht und ja, Fortsetzung folgt. Und ich habe den letzten Part mit bis später beendet, glaube ich. Das ist natürlich sehr klasse, wenn man. Ja, und hier ist direkt ein Speicherpunkt. Ja, super. Das ist natürlich richtig toll, wenn man den nächsten Part am nächsten Tag anguckt. Aber naja. So. Where are we? I've never seen anything like this. This is one of the few liminal regions in Roshagal. Yeah, you don't expect us to climb this, do you? I don't even have hands. Du kannst auch fliegen. Was? Nein. Look out! Oh, die haben auf Elise gezielt. Die müssen sterben, sofort. Elvin, schieß zurück. The military? I suppose they don't want people seeing what they're up to here. Can you handle it? I can't, I'm pinned down. Ah, oh, Elvin, was kannst du eigentlich? Distraction. I'll draw the shooter's attention. You take care of the rest. You're gonna be the bait? That's quite dangerous. It'll be fine. Trust me. Very well. We'll leave this to you. Thanks. Ja, eine Sonnenbrille auf, er strotzt nur vor Selbstbewusstsein. Wenn Mila gestört hätte, hätte man wahrscheinlich gesehen, was die jetzt macht, oder? Oh, was? Thank you. Sudden dramatic saves are my specialty. It's a mercenary thing. Feeling again, the same one from Fenmont. Ein pinkes Tor. Sieht aus wie Mila Schrein irgendwie. Klein. So they were performing experiments on humans. Stop. It'll tear your hand right off. This device is just like the one that killed Professor House in the laboratory. Are they trying to build a Spyrex weapon here too? They shouldn't be so easy to make. Was ist das? Mila? So this is why they gave up the search for us. A bit of knowledge. Das Ding von Anfang, was sie da mitgenommen hat. The channeling circle being generated here isn't a closed type. I would assume the surplus spirit energy is flowing out from the top. If we enter the cavern from the top of the gorge and destroy the core producing the spirit arts, then we can save everyone. Let's go. Ja.
Alles klar. Also von oben soll es dann sein. So, hey. Nachtigall als Machtkonsolidierung. Konsolidierung. Kenne ich nicht. Whatever this crazy experiment is, do you really think King Noctigall himself is going to be running the show? I do not know. The Noctigall of old would have fought on the front lines instead of dealing with intrigue behind the scenes. Is that right? Noctigall's a blue blood, but he didn't shy away from combat as he climbed the military chain of command. Although lately it looks like he's been more busy with political fights for power. A pity to see him change so greatly. What was that? Please disregard my ramblings. Regardless, Lord Klein is a great threat to Noctigall. Nothing is more threatening to a dictator than another individual with both wealth and growing popularity. So, ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht auf die Hälfte geachtet, was sie gesagt haben, weil ich die ganze Zeit darüber nachgedacht habe, wie Amerikaner und Japaner deutsche Worte aussprechen. Das klingt einfach nur witzig. Nacktigall. Oh, Pfirsichblüten. Die bauen wir doch für diese beiden pink besessenen Mädels. So, ja, komm her. Nee, ich habe irgendwie so an japanische Animes gedacht, wo deutsche Worte vorkommen. Wie zum Beispiel im Bleach. Als in einer dieser Filler-Staffeln hier, diese eine Rasse aufgetaucht ist und irgendwie so ein Tor öffnen müsste. Dann irgendwie sowas sagen, von wegen, jetzt habe ich total vergessen. Jetzt habe ich mich so da reingeredet, weiß ich gar nicht mehr, was die gesagt haben. Öffne dich für unsere, nee, mache dich auf für unsere, setze Namen von dieser Rasse ein. Keine Ahnung mehr, wie die heißen. Nein! Die Rückkehr des Handfetisch. Ich glaube, solche Victory Quotes hängen ab, mit wem man sich verbunden hat im Kampf. Kann das sein? Oh, man kann ja tatsächlich hochklettern. Da klettert der alte Mann. Ein Siegel wäre Fertigkeitsziel zu vermeiden. Okay. Aber es gibt wieder so viele Abzweigungen hier. Hier kann man runterspringen. Und was bringt mir das hier? Hallo? So, dann springen wir. Ah! Okay. Ich habe hier noch. Ach, hier ist die Höhle, genau. Ja, ich bin da gerade rausgekommen. Ich weiß jetzt schon nicht mehr, wo ich bin. Boah. Okay. Biegsame Efeu. Und hoch da. Bläh. Was ist los? Kannst doch fliegen. Komm doch hier hoch. Dummes Ding. Dummer Schmetterling ist blöd. So, warte mal. Ach. Verdammt, ich will mich. Jawohl. Habe ich mich angeschlichen? Ja, geil. Wow. Oh nein. Affinierter Brecher. Oh. Ja genau, mit Elise. Auch TP. Geben beide TP. Geil. Das schon mal wieder. Genau, das ist hier. Angriffsart. Zack. Oh, schön, gleich haben alle in dem Lauf. Super. So, ein Kampf noch, dann haben direkt 3 Level up. Reihenweiser Stäubling. Bin ich richtig? Und ich bin wieder hier. Was so? Hä? Wo muss ich denn lang? Egal, da unten ist noch ein Monster. Zack. Komm her. So. Und noch rechtzeitig geschafft. Beinahe verpasst. So, und aufladen.
von Erdkluft. Zack. Und zack, zack, zack. So. Ich will mal mit dir wieder kämpfen. Und ein bisschen muss ich ja mit dieser auch kämpfen. Ich wollte sie eigentlich viel öfter steuern, aber für den direkten Kampf ist sie halt nicht geschaffen. Leider. So, wo muss ich jetzt hin? Ich muss. Da komme ich zur Schlucht. Hä? Wo muss ich denn? Ich glaube, ich gehe nochmal da ganz nach oben. Verdammt. Wie er sich so einen kurzen Moment so hängen lässt, wenn er da hochklettert. Schön. Alte Männer sind witzig. So, hey, da oben. Und wie konnte ich das hier verpassen? Hallo? Klingt irgendwie gar nicht nach mir. Ach. Hier kann man noch hoch, Mann. Ja. Gerade schon bin ich doof. So. Da sehe ich schon wieder was Glitzerndes. Und ein Monster. Hi. Und da rennt er voll weg. Aua. Da. Jude, hilf mir. Geh weg, Mann, geh weg. Ich sollte vielleicht nicht so sehr darauf setzen, sie zu spielen. Wieso kann ich. Verdammt, ich kann keine Arzt einsetzen, was ist das denn? Hilf mir, Jude. Verdammt. Verdammt, das Arztsiegel. Geh weg. Nein, ich kann keine Arzt mehr einsetzen. Ich hoffe, er ist nach dem Kampf weg. Aber anscheinend nicht. Ja, super. Er bleibt nach dem Ende des Kampfes bestehen. Muss ihn mit einem. Boah, was? Okay, dann leveln wir erstmal einige Charaktere auf. Wer hat denn jetzt alles ein Level up? Sie, okay. Rückwärtsschritt. Was haben wir noch zur Auswahl? AZ-Maximum. Luftspannung. Immunität. Wirbelnder Angriff. Okay. Dingens bräuchte mal langsam mal ein, ja, so ein Angriffsart. Wäre gar nicht mal so schlecht. Oh, mehr Vitalität und mehr FP. Erwin, okay, du bekommst mehr KP, Tank und so. Alle grundlegenden Parameter werden für jeden weiblichen was? Was ist das denn für eine komische? Nehmen wir doch direkt. Das heißt, alle Parameter werden, wenn ich 2 im Team habe, um 10% erhöht. Also mal geil. Geist und Ritterlichkeit. CP 5%, ja. Warte mal, ich muss mal kurz. Flog hier schon immer was rum? Aber ich sehe gerade so links im Bild. Ändert sich auch was hier, links dieses Ei. Ganz links in der Ecke, neben der Kamera unten. Erinnert sich auch. Oh, verdammt, ich muss noch schnell aufleveln. Mehr KP. Salve noch für mehr Schaden bei Angriff eines Bodenlinien. Meinetwegen. Und sein Ding wird auch aufgelevelt. Geil. So, und er bekommt einfach mal Stärke noch. So, und dann beende ich den Part hier. Tschüss.